Ich habe heute mal wieder ein paar tolle Sachen geschickt bekommen und das wollte ich euch gleich mal zeigen, bevor ich sie bei mir wieder in den Schrank räume und ich die ganze Sache vergesse. Ich habe von New Craft Day, die haben ja immer ganz tolle Sachen und die haben vor allem immer wieder neue Sachen, ein tolles Paket bekommen. Dieses Mal mit, ja, da kann man ja aussuchen, ob du Diamond Painting willst, ob du hier diese Wachssachen willst oder eben Stempel. Für Scrapbook, da haben die Stempel, Stanzen, die haben auch Papier und diese Mal habe ich mir sowas einfach mal ausgesucht und noch ein bisschen Diamond Painting natürlich auch, das muss ja immer dabei sein. Fangen wir mal wieder mit Diamond Painting an. Ich stehe auf solche Notizbücher, das sind auch immer mal schöne Geschenke, um ja, meiner Tante oder meiner Schwägerin so ein kleines Ding oder Freunden, Nachbarn so ein kleines Ding zu geben, wo sie sich mal hinsetzen können und Diamond Painting machen können, kann man so anfixen mit. Dann wollen sie alle Diamond Painting machen. Jedenfalls dieses kleine Notizbuch, das mache ich auch gerne mal zwischendurch, weil das wirklich weil das wirklich schnell geht. Das ist jetzt halt was anderes als so ein großes Bild. Das kann man mal wirklich zum Abschalten so zwischendurch machen, wenn du mal Langeweile hast. Obwohl, wann hat man Langeweile? Wenn man meistens hat man ja was zu tun. Jedenfalls dieses kleine Buch mit diesem Yorkie, das fand ich so toll, das musste wieder mit. Und dann habe ich hier nochmal Handmade Diamond Painting. Jetzt sieht man hier auf der Verpackung wieder nicht, was das sein soll. Aber hier drin, es geht ja auf Herbst zu. Und da habe ich mir was Herbstliches bestellt. Da ist hier ein kleines Lämpchen mit einem Pilz. Also du kannst jetzt hier den Pilz schön mit Strass belegen, hast dann hier unten so einen Fuß und kannst dann da so ja noch ein so ein kleines Licht dran machen, dass das Ding dann eben leuchtet. Das ist ja edel. Das fand ich cool. Da ich gedacht, das nimmst du mit. Und vor allem mit richtig Strasssteinchen, also die richtig dolle Glitzern, diese Durchsichtchen, die hinterlegt sind einfach bloß und nicht vollfarbig sind. Obwohl sie vollfarbig ja auch sind, aber so durchsichtig. Aber das fand ich mal was Cooles, einen Pilz zum Hinstellen für den Herbst. So. Ja. Dann hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass die so für Scrapbooking auch so verschiedene Sachen haben. Und da habe ich dann so ein Papier gefunden, weil ich mir dachte, das ist cool. Ich habe nämlich keine alten Bücher. Dann kauft man sich so ein altes Papier, was aussieht wie Bücher. Braucht ja bloß einseitig bedruckt sein, weil das klebst du ja irgendwo drauf. Und dann hast du so alte Buchseiten. Auch so ja hier Notenblätter, was ich richtig cool finde. Das fand ich cool. Oder finde ich immer noch richtig toll in verschiedenen Größen ist das jetzt hier. Und dann habe ich noch so ein Set, das sind dann bloß so kleine, da kann man dann so Auflegerchen machen oder kleine Anhänger oder was auch immer. Das sieht doch wohl richtig alt aus. Richtig alt, sehr mit Flecken und sowas. Also ich finde das richtig cool, so eine alten Seiten. Da braucht man es nicht bestempeln. Ich hatte mir auch Stempel mal gekauft, um sowas zu machen. Aber wenn du fertig jetzt Papier schon liegen hast, das ist doch cool. Und dann habe ich mir dieses Mal noch ein paar Stempel mitbestellt. Ich finde ja Holzstempel richtig cool und da hatten sie hier so... Na, so Gläser, alte Gläser, ich pack die mal aus. Und hab mir gedacht, das ist mal, so was habe ich noch nicht. Ein Glas mit Pilzen für den Herbst. Das hier drauf. Wird super verpackt. Ein Glas mit Maiglöckchen drin. Das ist auch keine schlechte Idee. Das ist cool. Und vor allem hat das eine richtig schöne Größe, dass du da nicht 1000 Stempel auf so eine Karte machen musst, sondern hast dann dieses eine Ding als Mittelpunkt. Ein Glas mit Pilz, mit Schmetterlingen, das fand ich auch cool. Ja. Das ist eine schöne Sache. Und hier weiß ich schon gar nicht mehr, was da drin ist. Ja, ist das jetzt eine Lampe oder ist das so eine Schneekugel? Das eine Laterne. Laterne eigentlich, ja. Da kann man dann auch was anderes reinstempeln. Kleine Stempel hat man ja vielleicht noch. Da habe ich mir den geholt und hier muss ich auch gucken. Sieht man von außen nicht. Ach, das hier ist jetzt. Schneekugel. Das ist jetzt die Schneekugel. Da habe ich mir gedacht, hast eine fertige Schneekugel in so eine kleinen Stümpelchen da irgendwas rein. Müssen wir mal gucken, was da reinpasst. Aber das fand ich richtig neckisch. So was habe ich noch nicht. Sind schöne Sachen. Und wenn ich mir da schon was bestelle und aussuche, dann dürfen solche Wachsstempel auch nicht fehlen. Das sind jetzt hier Flügel und ein Schlüssel. Habe ich mir so gedacht, als Vintage ist das richtig cool. Da sind, glaube ich, so ja Zahnräder dran. Dann kann man das so ja für Steampunk nehmen. Flügel musste ich haben, das habe ich letztens noch nicht gesehen gehabt, ist wohl neu. Und dann habe ich eins gefunden, das ist ein Totenkopf. Für Halloween ist doch das richtig cool, wenn man jetzt die Schenkverpackung macht und dann so einen Totenkopf-Wachssiegel drauf machen kann. Das fand ich cool. Habe ich noch, habe ich noch nie gesehen, habe ich mir gedacht, den nimmst du auch mit.
Und ja, das war dann eigentlich schon wieder zu viel. Darf man ja da auch immer nicht bestellen. Wegen Zoll und so weiter. Aber die Sachen sind bis jetzt immer durchgekommen. Und das hat jetzt ungefähr so 10 Tage oder so gedauert. Das dauert ja immer nicht lange. Da habe ich doch wieder eine fette Beute gemacht, sagen wir mal. Ich habe wieder ein bisschen was Diamond Painting zu legen. Und vor allem können wir Karten basteln. Mit so altem Papier wollte ich schon lange mal basteln. Da müssen wir dann wirklich mal jetzt endlich ran. Jetzt können wir ja wieder, jetzt müssen wir ja unbedingt losstarten. Also wunderschöne Sachen. Schaut alles da mal rein. Aufholen, was wir jetzt verloren haben, ist an Zeit. Ja. Schaut da mal rein und vielleicht findet ihr da auch was. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. Die Links dazu findet ihr natürlich wie immer unter dem Video, damit ihr die einzelnen Sachen, sonst sucht man sich ja da tot, auch finden könnt.